Dieses Video wird von Stoffe.de und Lebekind unterstützt. Hey liebe Bastelfreunde, in diesem neuen Mitmachbuch habe ich gelesen, dass man anhand eines Zauberspruches wie aus Hexenhand sich einfach die Kleider wechseln kann. Ob das wohl funktioniert? Das ist ja richtig cool. Probier's mal aus, bitte. Denkst du, soll ich das mal ausprobieren? Ich glaube, zu verlieren habe ich nichts. Also, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Schnipp, schnapp, Schneiderspeck. Im Nu sind alle Kleider weg. Hey, wow, das hat ja prima funktioniert. Und außerdem ist dieses T-Shirt irgendwie hübscher, oder? Wie cool! Ich will das auch mal ausprobieren. Ja gut, liebe Lotta, komm, ich probiere es jetzt auch mal bei dir aus. Vielleicht funktioniert das auch bei dir. Okay. Zusammenreißen. Schnipp, schnapp, Schneiderspeck. Im Nu ist dein T-Shirt weg. Ach, Lotta, bei mir hat's funktioniert. Und bei dir diesmal leider nicht. Du hast so viele coole Shirts. Wo hast du die denn gekauft? Gekauft? Aus dem Zauberland. Nee, Spaß beiseite. Das sind Unikate, liebe Lotta. Diese T-Shirts habe ich nicht gekauft und die kann man so wahrscheinlich auch nicht kaufen, denn die T-Shirts wurden von der lieben Froni von Lebekind genäht und die Stoffe wurden von Stoffe.de gratis zur Verfügung gestellt. Cool, oder? Wie cool! Ich will auch so coole Klamotten haben. Lotta, ich habe eine coole Idee. Und bevor alles wieder schief geht und ich hier mit 1000 anderen Klamotten herumlaufe, lege ich das Buch mal weg. Lass uns doch, bevor wir deine T-Shirts bestellen, ein Muster machen. Ein Muster? Ja, komm, ich zeig dir und ich zeig euch, was ich genau mit Muster meine. Wer schon immer mal Lotta umstylen, ankleiden oder gestalten wollte, muss jetzt genau aufpassen, denn mit dieser Vorlage geht das. Ihr könnt die Vorlage einfach gratis von meiner Homepage herunterladen. Dann braucht ihr verschiedenste Materialien. Ich nehme Musterpapier, Filzstoff, Filzstifte und ein paar bunte Blätter, eine Schere und Kleber. Jetzt könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und die T-Shirts und die Hosen so anstreichen, dekorieren, ankleben, wie ihr wollt. Ich habe mich entschieden, als erstes das Ganze mit Filzstiften zu bemalen. Ihr könnt da richtig kreativ werden und Motive, Muster und alles Mögliche malen, was euch gerade durch den Kopf geht. Ich habe mich für knallige Farben wie Gelb, Grün, Rosa und Blau entschieden. Ihr könnt aber eure Lieblingsfarben nehmen. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr die T-Shirts und die Hosen ausschneiden. Um zu schauen, wie Lotta rüberkommt mit euren Kleidchen, könnt ihr die Kleidchen einfach auf Lotta anbringen. Ihr könnt sie auch ankleben, ganz wie ihr wollt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch andere Materialien einsetzen. Ich habe zum Beispiel Filzstoffresten, ein paar Musterpapierresten und da habe ich noch Glitzerpapier. Ich mag Glitzerpapier total gerne, denn das sieht irgendwie aus wie Magie, Hexerei oder Zauberei. Es glitzert und funkelt so schön. Aber wenn ihr kein Glitzerpapier habt, dann könnt ihr auch anderes Papier nehmen. Oh, schaut mal, der Spielomat kommt endlich wieder ins Spiel. Mal schauen, was für eine Frage er heute auf Lager hat. Der Spielomat möchte von dir heute wissen, welche Farbe ich für die Ärmel des T-Shirts benutzt habe. Schreib mir die Lösung, wenn du sie weißt, in die Kommentare. Als kleiner Tipp, geh doch im Video zurück und schau dir den ersten Part, wo ich das T-Shirt ausmale, einfach nochmal an. Ich habe auf meiner Homepage übrigens Musterpapier, das ihr ebenfalls gratis ausdrucken könnt. Wie ihr gesehen habt, habe ich das T-Shirt bzw. das Sweatshirt einfach auf das Glitzerpapier angeklebt und die Hosen auf Buntpapier. So sieht das doch schon viel besser aus, oder? Als kleiner Tipp von mir, vielleicht liebt ihr eure Mama zu nähen oder vielleicht häkelt sie ganz gerne und hat irgendwo Stoffresten oder Wollresten. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Kleidchen bzw. die Kleidchen von Lotta mit Wolle oder mit Stoffresten bekleben. Das wäre doch auch mal eine coole Idee, oder?
Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch andere Materialien einsetzen. Und jetzt heißt es, Lotta umziehen. Na, was denkt ihr? Wie sieht Lotta mit meinen Kleiderdesigns aus? Cool, oder? Oder vielleicht sowas als Prinzessin oder vielleicht sowas. Jetzt könnt ihr eure kleine Lotta so umziehen und ankleiden, wie ihr sie gerne haben wollt. Und ich bin mir sicher, sie wird sich über eure Kleiderdesigns auf jeden Fall freuen. Na Lotta, welche T-Shirt- oder Kleiderkombination gefällt dir denn am besten? Vielleicht sowas? Oder doch lieber so? Oder nein, Moment. Das und das hier gefällt mir am besten. Die Farben passen auch super gut zueinander. Was denkst du denn? Ich will alle Klamotten haben. Die sind alle so cool. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr entscheiden. Ja, das glaube ich, liebe Lotta. Aber das macht ja gar nichts. Du kannst es dir ja in aller Ruhe noch überlegen. Und falls ihr wollt da draußen, dann könnt auch ihr Lotta umstylen, wie ihr wollt. Diese Vorlage könnt ihr gratis von meiner Homepage herunterladen oder einfach mal in der Infobox schauen. Ich habe euch alle Links, Download-Links in der Infobox verlinkt. Dann braucht ihr das nur noch auszudrucken, auszuschneiden und dann könnt ihr Lotta mit ganz viel Freude und Spaß hoffentlich umstylen. Na, coole Idee, oder? Falls euch diese Bastelidee gut gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wobei, das ist ja nicht unbedingt eine Bastelidee, sondern eine Bastelinspiration. Wie auch immer, wenn euch diese Inspiration gut gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall, wie immer ihr wollt, mit einem Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch gratis meinen Kanal abonnieren und schaut auf jeden Fall in der Infobox. Wie gesagt, da findet ihr die Vorlage zum gratis runterladen und ausdrucken. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Nicht vergessen, unser Kanal gratis zu abonnieren. Wie gesagt, es ist ja gratis und so verpasst ihr keine Bastelvideos mehr. Na dann verabschiede ich mich für heute und ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss, liebe Bastelfreunde, bis zum nächsten Mal!